Ja, Hallihallöchen und willkommen zu dem angekündigten Let's Play Shakes and Fidget. Ich habe meinen Server gefunden. Ich habe gehe auf Server 7 zu dem Spieler, also sein Ingame ist Bosnien. Vielleicht kennt ihr ihn aus dem Forum, der ist schon etwas länger dabei. Ich gehe in seine Gilde. Bei diesem Let's Play werden wir etwas gechillt angehen, denn ich habe hier keinen Druck, ich muss keinen Rang 1 wählen, weil der Chubby nämlich nicht. Das heißt, wir müssen uns nicht mit Dungeons abquälen und sowas, wir können das alles ganz gechillt machen. Deswegen fangen wir auch einfach mal mit der Charaktererstellung an. Und ja, da sind erstmal Mann und Frau natürlich und dann die 8 Klassen, Rassen und 3 Klassen, wo man noch sehr viel verändern kann. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme erstmal einen Vibe. Ja. Wir nehmen so einen hier. Und ja, die Umfrage oder die halbe Umfrage in den Kommentaren ergeben, dass ein Magier werden soll. Habe ich jetzt kein Problem mit. Den Sound werde ich wohl gleich noch leiser stellen. Die soll so überlegen, gucken, hochnäsig. Mit schwarzen Haaren. Gibt es dann noch hier eine mit den Ohrringen? Und ja, das war's. Ja. Name wird natürlich Magic Doom sein. Mein Kennwort. Ne, ich nehme das andere. Und ich werde jetzt erstmal pausieren und dann schnell meine E-Mail eingeben, weil daraus kann man mit der E-Mail-Adresse kann man auch sehr viel Müll anstellen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mir jetzt auch schon meine 25, also meine 10 Pilze geholt. Und habe auch schon die Gildenanleitung erhalten. In die Gilde Butzelshaus. Die haben 134. Und so weiter. Goldschatz. Und dann sagen wir einfach mal Hallo. Sagt alle mal Hallo, YouTube. Danke, dass ich bei euch verweilen darf. Ich verspreche euch Leistung. Okay. Mache ich auch. Ja, das machen wir. Wir werden uns jetzt erstmal Pilze kaufen. Wobei, das werde ich machen, nicht ihr. Mache ich jetzt auch. Dafür werde ich jetzt mal kurz nochmal Pause machen und dann sehen wir uns gleich, wenn die Pilze da. Jo, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe mir 1250 Pilze geholt. Das müsste erstmal reichen, denn wir müssen uns hier keine große Mühe geben. Und das erste, was ich mache, ist mir natürlich den Greifen leasen. Und nun schauen wir erstmal im Shop, was wir so Tolles finden. Ich werde, glaube ich, erstmal nach einem 25% Trank blättern. Nein, das mache ich jetzt später. Wenn ich mir den Greif dann öfter hole, so 3-4 Mal, dann werde ich das machen. Erstmal nur die beiden Tränke hier reinwerfen. Und ja, in der Gilde wurde ich schon nett aufgenommen. Und ja, die gibt mir schon mal einen besseren Stab. Den nehme ich auch erstmal. Die dauert auch nur 30 Sekunden. Ja, das regle ich alles später. Ja, wie werde ich das machen? Ich werde immer meinen, jeden Tag meine Alu machen, meine 300 wahrscheinlich. Und wenn ich sie nicht machen kann, dann nicht. Und dann werden wir. Einfach mal, ich werde einfach mal besondere Szenen rausschneiden und irgendwann auch dann noch kürzere Videos, wenn ich Dungeons probiere nach Manado oder so. Ja, so wird das dann aussehen und dann wird täglich mal eine Folge hochladen oder so. Ja, das war ein locker flockiger One-Hit. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, aber wen interessiert das? Ja, davon brauchen wir uns noch nichts zu kaufen. Ja, den holen wir uns mal. Und sonst gucken wir später nach dem neuen Trank. Wir gehen jetzt erstmal questen.
Und dann werde ich erstmal unterbrechen. Sehen wir uns später wieder. Ciao. Jo, da habe ich nicht mal einen Pilz für ausgegeben. Ich habe einfach nur einmal diesen Intelligenztrank geholt, weil ich ein bisschen Gold bekommen habe. Und dann finde ich direkt den Trank. Und dann habe ich ja auch direkt genau 0 Gold und 0 Silber. Was ich anmerken möchte, ist, dass mein Greif Fridolin heißt und 12 Meter groß ist und männlich ist. Das ist ziemlich wichtig für mich. Ja. Ich glaube, den hau ich mal rein hier. Ja, den kann ich erst später holen. Den brauche ich auch gar nicht holen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so viel Pilze verballern müssen. Jetzt nur für den Anfang dann ein paar und dann werde ich eigentlich sparsam damit sein können. Ja, Level 3 habe ich erreicht. Geht ziemlich schnell, weil wir haben einen Top-Boni-Gilde. Ja. 3 Alu weg, Level 3. Ist ja eigentlich super. Ja, wie sieht es hier aus? Große Chancen auf Rang 1 habe ich hier nicht. Deswegen kann man hier auch alles gechillter angehen. Wir können ja mal einen Arena-Kampf machen. Mal etwas höheren. Oh, komm, machen wir mal. 89.000. Ich habe ja einen neuen Stab bekommen jetzt gerade noch. Greifen wir den einfach mal an. Der verliert das, glaube ich. Ja, das ist ein One-Hit. Mit 4 Ausdauer habe ich den gekriegt. Und ich glaube, da können wir den auch kaufen, können wir nicht. Gehe ich mal wieder auf Questjagd. Mensch, ich finde nur Stäbe. Nehmen wir mal die 1 Minute 600 Erfahrung und dann sehen wir uns in den nächsten Superereignis. Auf Wiedersehen. Wow, das ist ja schon echt Hammer, dass ich für 1 Minute 30 schon 1000 Erfahrungspunkte kriege. Außerdem habe ich hier auch schon ein tolles Item bekommen. Warum habe ich nicht so ein Glück gehabt, als Server 15 gestartet ist? Also, ist ja doof. Ich queste mich da mal weiter. Ich erreiche auch gleich Level 4. Dann skillen wir mal ein wenig. Natürlich ist Intelligenz das Wichtigste. Nur jetzt momentan am Anfang ist es eigentlich erstmal wichtig, überhaupt Items anzuhaben. Und ja, danach geht man dann auf seine Spezialisierung. Ja, ich vermute mal, ich muss heute die Happy Hour machen, denn wir haben jetzt gerade 21:03 Uhr. Gab einfach mal ein paar Verspätungen mit den Guildmeister und sonstiges. Und aber sonst ist ja gar kein Problem. Mache ich halt heute einmal die Happy Hour. Und dann kann ich euch hier auch mal zeigen. Ich werde jetzt erstmal wieder Alu kloppen. Damit Level 10 wird hoffentlich schnell gehen. Und ich pausiere wieder mal. Das wird sich aber in den nächsten Videos ändern. Ciao. Ja, die Ereignisse überschlagen sich hier. Ich kann schon wieder in den Monitor reinkloppen. Ich bin Level 4. Dann kommt schon so ein Superstab. Ich rede jetzt nicht von den Werten, sondern ich rede vom Schaden. Wir können ja mal auf Server RTL gehen. Der ist Level 16 und hat einen schlechteren Stab. Oh Mann. Wir können ja nicht mit den Schaden vergleichen. Wir sehen uns gleich, wenn die Quest durch ist. Bis gleich. So, Leute. Ja, hat sich. Ja, ich habe jetzt ein bisschen viel gelevelt. Das ging eigentlich noch schnell. Ich habe niemals meine 100 Alu durch. Und ja. Erste Quest direkt den Dungeon-Schlüssel, das ist schon mal super. Dann werden wir gleich erstmal aufrüsten müssen und den Greif kaufen. Wer viel Gold gibt, der uns ja auf jeden Fall schon mal etwas. Ich blätter erstmal für Sammelalbum der Akribie. Da ist es schon. Ja, ist super. Dann können wir schon mal den Greif so lange leasen, damit wir uns das auch direkt holen können. Und dann erstmal direkt dafür sorgen, dass wir schneller Level abkommen. So. Da haben wir schon. Sammelalbum der Akribie. 1% habe ich schon, aber das ist ja jetzt nichts Bedeutendes. Wir gucken noch mal ein bisschen im Waffenladen. Denn jetzt muss ich aufrüsten für die Banshee. So ein bisschen. Hier sind schon mal zwei Top-Stäbe, die ich mir, zumindest den werde ich mir holen. Da ist schon mal ein eindeutiger Unterschied vom Schaden her. Ja, hier werden wir auch mal gucken. Ja, den holen wir auf jeden Fall. Den Ring, der ist ja mal richtig geil. Und den 25% Trank holen wir uns auch noch. Und ich werde dann erstmal den Dungeon-Schlüssel holen. Wir sehen uns später. Ciao. So, ja, ich habe schon Level 11 erreicht und schon ein bisschen Sammelalbum gesammelt.
und mich mal voll ausgerüstet. Haben mich zwar ein paar Pilze gekostet, aber egal. Ja, den Datenschlüssel habe ich ja jetzt. Und jetzt, ich denke, wir werden jetzt mal das Gespenst einfach mal so umhauen. Das wird ja gar kein Problem geben. Das kriege ich jetzt schon fast und ist schon fast tot. Komm, wir kriegen Epic. Ja, ein Epic. Alienstrahlenabwehr des Paranoiden. Ja, der ist auf jeden Fall besser als mein altes Item. Ist zwar fast unglaublich, aber es ist so. Ich denke mal, dann können wir auch noch das Skelett probieren. Gucken wir uns den Kampf mal an. Einen Pilz geben wir aus. Und dann zeige ich euch gleich mal die Faszination von Action Fidget. Das ist so cool, was ich jetzt gleich mache. Ja, da brauche ich noch ein bisschen was. Es ist Happy Hour. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal ganz schnell meine ganze Alu durch. Zack. Und schon Level 12. Die überspringen. Ist das nicht schön? Ein neuer Stab. Nein. Die hier. Oh man, das geht ja fix hier. Ja, haben wir schon 100 Gold verdient. Ich denke mal, dann werden wir auch gleich den Dungeon schaffen. Da bin ich schon Stufe 13 und das ist der erste Tag. Ich habe halt schon Cancelled eingeholt von Ethel's Mai. Auf jeden Fall die hier. Mann. So schnell leveln. Da nehme ich jetzt mal die 2 Minuten 30 Quest und dann werde ich so lange erstmal unterbrechen. Bis gleich. Weil dafür wird sich jetzt kein Pilz lohnen. Jo, die Quest ist zu Ende, die wird auch schneller umgehen. Geskillt habe ich jetzt auch schon, aber wir machen jetzt mal weiter unsere Alu durch. Komm, machen wir eine Goldquest. Die sind auch immer schlecht. Und wir können gleich schon in die Arena gehen. Haben wir hier 3 Intelligenz. Können wir verkaufen. Mann, ey, ich level so übel. Zack. Level 14. Ja, locker, flockig. Und da schon wieder so eine fette Quest. Ich schaffe auch noch Level 15. Und ich habe noch 100 Alu. Oh Mann. Das ist ja schon ein krankes Pilzen, sag ich euch. 10 Geschick, 10 Intelligenz. Nö. Wobei, die geben auch mal Rüstung. Dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr. Mache ich einfach mal. Geben auch Sammelalbum. Verkaufen wir das mal. Mensch, wie viel Gold wir haben. Wieder eine fette Quest. Ich habe gleich echt Cancelled eingeholt. 15 Intelligenz, auf jeden Fall. Jo, Level 15. Da können wir gleich auch noch sofort eine neue Waffe erblättern. Wir schaffen auch noch Level 16, das schwöre ich. Nehmen wir die. Oh Mann, das geht ja schnell hier. Ja, noch ein bisschen Alu muss ich noch wegmachen. Den Rest kann ich ohne machen. Machen wir noch eine Quest, dann habe ich auch mein Level up. 12 Intelligenz und Stärke. So. Level 16 sind wir und jetzt müssten wir einfach mal blättern. Da wird sich schnell eine neue Waffe finden lassen. Dann auch noch so eine richtig geile hier. Auf jeden Fall. Mensch. Das macht doch Spaß. So macht Let's Play Spaß. Geben wir noch ein paar Pilze hier aus. Dann sind wir auch schon ausgerüstet. 16 Intelligenz nehmen wir.
Jetzt spezialisiere ich mich schon so langsam. Ich glaube, jetzt kann ich auch schon. Ich dachte, jetzt hätte ich schon eins ohne Pilze. Habe ich auch schon mehr Leben. Dann nehmen wir den auch noch mit. Dann habe ich ihn wenigstens. Den Trank kaufen wir, damit wir einen neuen. Oh, einen schon etwas größeren Glückstrank. Ja, da sind wir schon viel besser ausgerüstet. Und ich denke mal, dann wird jetzt auch das Skelett liegen. Dann skillen wir noch ein bisschen. Auf jeden Fall mit der neuen Waffe. Ich gehe natürlich mal auf Intelligenz. Und dann greifen wir das Skelett mal an. Auf jeden Fall. Das ist ja locker. Leider kein Epic, aber dafür ein hüpfendes Sammelalbum der Akribie. Ja, jetzt können wir auch einen Arena-Kampf machen. Da gehe ich aber mal etwas höher auf die 29.000. Auf Killer 07. Ja, Krieger-Items kann jemand gebrauchen. Ach ja, das schaffe ich locker. Vielleicht kriege ich sogar noch ein bisschen. Auch 4 Gold gibt er mir sogar noch. Das ist dann mal super. Gehe jetzt ein bisschen auf Ausdauer. Dann gucken wir uns noch den Kampf an. Komm, machen wir die Alu hier jetzt noch. Gucken wir uns mal an. Dann machen wir, dann versuchen wir noch einmal den Dungeon. Ach, den schaffen wir auch. Wir können so viel nachholen. Auch kein Epic. Ja, bei mir sind die Let's Plays halt ein bisschen extrem. Jetzt probieren wir den noch mit dem letzten Pilz und dann war es das auch für heute. Ach, den schaffen wir auch. Mensch. Den Rest hebe ich mir aber dann für die nächste Let's Play-Folge auf. Ich mache jetzt hier nochmal eine Alu zu Ende und dann haben wir auch schon bald 0 Uhr. Da kann ich schon bald wieder neu aufnehmen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge, also morgen. Tschüss.